Bundesvorsitzenden, die ich auch hiermit ganz herzlich begrüßen darf, möglicherweise abbricht, weil die digitale Ausstattung in Niedersachsen noch nicht überall gut ist, gebe ich jetzt zunächst an die Landesvorsitzende des Grünen Landesverbandes Niedersachsen, Anne Kura, ab und dann machen wir die Vorstellung aller Referentinnen für heute Abend und für unser gesamtes Webinar. Bitte schön, Anne. Ja, genau. Auch von mir herzlich willkommen zum Webinar und sorry für die schlechte Verbindungsqualität. Das ist echt eine Riesenbaustelle in Niedersachsen, gerade in ländlichen Räumen. Ich freue mich über dieses Panel, über viele Frauen, die zu dem Thema was zu sagen haben und über Viola und Eva, die das Ganze auch politisch begleiten. Denn auch das ist eine riesengroße Baustelle, ähnlich wie mit der Internetinfrastruktur, der Punkt Frauen in IT-Berufen. Und das sind leider sehr, sehr dicke Bretter, die es da zu bohren gibt. Und deswegen ist es gut, dass wir heute hier viele Expertinnen, ich brauche gar nicht gendern, sitzen haben, die uns da zur Verfügung stehen und uns helfen, das Ganze vielleicht auch nochmal aufzuzeigen, wo es sich lohnt, den Bohrer bei den Brettern anzusetzen. Ich weiß, wir als Grüne haben das als Thema schon lange auf der Agenda. Auch die Landtagsfraktion ist da schon aktiv geworden, gerade wenn es nicht nur um Informatik, sondern alle MINT-Berufe, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, man muss ganz früh anfangen, wenn es darum geht, den Frauenanteil, der in den MINT-Berufen und vor allen Dingen auch in der Informatik immer noch viel zu gering ist, zu erhöhen, weil die Berührungsängste groß sind. Und es ist nicht nur meine These, aber ich bin überzeugt davon, dass es immer noch an veralteten Rollenbildern hängt, dass das so ist, dass Mädchen immer noch vermittelt wird, dass Technik, IT ein Jungsding ist, vielleicht gar nicht so sehr bewusst, sondern vieles davon passiert auch unbewusst. Und dann ist die Frage, was machen da also das eine sind Elternhäuser, das andere sind aber vor allen Dingen Bildungseinrichtungen, wo es darum geht, Mädchen an IT-Berufe heranzuführen und vor allen Dingen zu sagen, dass das was Attraktives ist, dass das nicht so, also bin jetzt aus der Schulzeit schon etwas länger raus. Ich hatte Informatik in der Schule und das war nicht gut. Das war ein alter männlicher Lehrer, der uns erklärt hat, wie Excel funktioniert und hatte gar nichts damit zu tun, dafür zu begeistern, dass Technik richtig spannend ist und dass man da vor allen Dingen auch, dass das ein gutes, interessantes Berufsfeld ist. Und weil es eben ein Berufsfeld mit Zukunft ist, ist es wichtig, da den Frauenanteil, der viel zu niedrig ist, zu erhöhen und vor allen Dingen aber auch in den Bildungseinrichtungen das Ganze attraktiver zu machen, dass es kein schnarchiger Unterricht ist und dass es vor allen Dingen vermittelt, dass es nichts nur für Jungs, nichts nur für Technikfreaks und vor allen Dingen überhaupt mal zu signalisieren, dass Technik was ist, was Frauen genauso nutzen wie Männer. Ich bin ja sowieso immer dafür, dass diese Frauen und Rollen, dass die Rollenbilder endlich abgeschafft werden, diese Klischees. Aber vielleicht noch die persönliche Anekdote, warum ich mich besonders gefreut habe, dass Viola und Eva, und es wird ja auch noch ein Seminar geben mit Imke, in die Richtung, dass ihr euch dem Thema angenommen habt, weil ich persönlich auch betroffen bin. Ich habe nach dem Abi, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte und habe so einen Test gemacht, so einen Eignungstest beim Arbeitsamt, wo man, um so ein bisschen die Richtung vorgegeben zu kriegen. Und dann hat mir der Typ dann hinterher gesagt, ja, Sie werden geeignet für so sprachwissenschaftliche Dinge, naturwissenschaftlich auch, aber das mit Naturwissenschaft, also ist gleich, würde ich mir nochmal überlegen, als Frau, das ist schwierig, weil da sind Sie ganz alleine, da gibt es viele Männer, da müssen Sie erstmal die ganzen Kämpfe ausfechten und am Ende lohnt sich das vielleicht gar nicht, weil die richtig guten Positionen kriegen Sie dann sowieso nicht, weil es die Männernetzwerke gibt. Und das war 2004. Das hat mich sehr gefrustet. Ich habe dann jetzt Politik gewählt, um auch an Strukturen dann was zu ändern. Aber das zeigt, wie frustrierend das auch sein kann, selbst wenn man sich dafür interessiert, dass man sieht, okay, es gibt nicht die großen guten Vorbilder. Es gibt mittlerweile, ich weiß, dass es Frauen gibt, ich bin auch Gamerin, die in der Spieleentwicklung, in der Softwareentwicklung als Vorbilder dienen. Aber es gibt aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig weibliche Vorbilder auch in Technikberufen. Das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich mich heute darüber freue, wenn wir auch darüber noch sprechen können. Und bevor ich jetzt gleich hier wieder rausgeschmissen werde aus dem Netz, würde ich sagen, ich freue mich auf eine interessante Veranstaltung und gebe das Wort zurück an Viola.
Ja, vielen Dank, liebe Anne. Also, jetzt stelle ich mich erstmal ganz kurz selbst vor und dann stelle ich unsere Referentin vor. Und Anne hat ja schon ein bisschen was zum Hintergrund unseres heutigen Treffens, unseres Webinars gesagt. Zunächst mal muss ich mich entschuldigen, dass wir zu spät begonnen haben. Das lag allein an einem technischen Problem hier und das lag diesmal nicht an der digitalen Voraussetzung, sondern einfach an fehlenden Links und Passwörtern und whatsoever. Das sollte eigentlich nicht vorkommen und da wir eigentlich nichts anderes mehr machen, außer uns digital zu treffen, ist das natürlich ein besonderer Fauxpas. Genau, wir haben eigentlich den Ball aufgenommen, weil wir vor kurzem in einem sehr interessanten internen Meeting nämlich gehört haben, dass unter anderem auch der neue E-Wagen, E-Car von VW nicht auf den Markt kommt, weil, man höre und staune, Frau höre und staune, weil sie keine Software-Expertin haben, weil sie nicht genug IT im eigenen Unternehmen haben, weil es auch in Deutschland und offensichtlich hier auf dem Markt nicht genug Menschen gibt, die in der Lage sind, sowas zu programmieren, damit ein Auto von VW, was den großen Transformationsprozess dieses Konzerns einleiten soll, auf den Markt kommt. Das bedeutet mittlerweile 18 Monate Verspätung und ich finde, das ist Grund genug, dass wir uns auch mal in der Politik, auch als Grüne, Anne hat es gesagt, wir beschäftigen uns schon länger mit der Frage von Paritäten, auch von Frauen in der Wirtschaft, aber auch mal in einer breiteren Form damit beschäftigen. Das ist also heute der Auftakt zu einer kleinen Veranstaltungsreihe, wo wir gesagt haben, als Grüne liegt uns das Thema so am Herzen, dass wir das wirklich mit exklusiven, kompetenten Frauen und Expertinnen, Gästen heute mal besprechen wollen. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass alle drei, die wir angefragt haben, zugesagt haben, mit dabei und mit organisiert hat das Ganze. Vielen Dank dafür, Eva Viehoff, die wissenschafts- und forschungspolitische Sprecherin im Landtag in Niedersachsen, auch Teil der Grünen Fraktion natürlich. Und vielen Dank an unsere drei exzellenten Referentinnen. Da ist zum einen Frau Professor Barbara Schwarze von der Uni in Osnabrück, von der Hochschule, Fakultät für Ingenieurwissenschaften. Ich muss es leider ablesen, Informatik, Gender und Diversity Studies. Das freut mich besonders, weil tatsächlich ihr Name ist mir schon häufiger begegnet, immer mal wieder in Zusammenhängen, wo normalerweise, jedenfalls aus meinem Kontext, eher Männer sprechen. Und es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich mit dem Thema schon sehr lange und sehr eingängig beschäftigen und da wirklich eine ausgewiesene Expertin sind. Aber genauso gefreut habe ich mich auch, dass wir jetzt eine Hauptgeschäftsführerin haben in Hannover für die IHK Hannover. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Einflussbereich. Und Anne hat es gesagt, es geht natürlich nicht um, ich sag mal, schlichtes IT-Studium. Es geht nicht nur um schlichte MINT-Studiengänge. Es geht vor allen Dingen auch um Elektrikerinnen. Ich glaube, das ist im Moment der Beruf, wo es am wenigsten Frauen gibt. 2 oder 2,6%, je nachdem, wo man guckt, aber auf jeden Fall vergleichsweise sehr wenige. Und es würde mich auch interessieren und uns alle sehr interessieren, wie gehen denn eigentlich die Ausbilderinnen und Ausbilder, die Unternehmerinnen und Unternehmer damit um und welche Initiativen können wir auch aus dem politischen Raum noch stärker unterstützen? Wie müssen wir auch vielleicht Berufsbilder anpassen und was brauchen wir für Role Models, um diese sehr technischen, teilweise hochspannenden und immer mit Zukunft versehenen Berufe noch besser promoten können. Und ein Role Model sitzt da, Heidi Tillinger. Ich kenne Heidi eigentlich eher auch aus einem anderen Kontext und habe mich ebenfalls gefreut, dass sie zugesagt hat, weil sie nämlich eine von diesen klassischen Role Models ist. Sie ist Diplom-Informatikerin und Senior Project Manager, ich muss es auch ablesen, auf Internet of Things, bei der Telekom oder T-Systems und ich habe Sie dazu gebeten, weil Sie vielleicht ein bisschen aus Ihrer Berufserfahrung und auch aus Ihrer Rolle und aus der Funktion als Frau, genau als Diplom-Informatikerin in so einem großen Betrieb zu arbeiten, natürlich Ihre eigenen Erfahrungen schildern kann, aber vielleicht auch schildern kann, warum so viele Frauen noch Vorbehalte haben, diese bislang doch sehr männlich dominierten Bereiche mit zu besetzen und auch die Chance zu nutzen. Und wie gesagt, jetzt in der Wirtschaftskrise, wir sehen, es wird eine Umstellung geben in den digitalen Bereich. Das ist eine Riesenchance, da auch auf Schulen, auf Ausbildungszweige zuzugehen, in Universitäten stärker die Frauen auch nach vorne zu ziehen. Aber wie genau das funktioniert, wollen wir heute Abend lernen. Von daher ganz kurz, natürlich ist es ein interaktives Webinar, was man nicht mehr sagen kann, also eine digitale Veranstaltung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit über die Frage und Antwort und über das Handheben
Wer möchte, kann natürlich auch gerne mündlich eine Frage stellen oder am besten das in das Tool, was wir da, was immer in dem Bereich zur Verfügung steht, reinschreiben. Und wir würden natürlich versuchen, alle Fragen im Laufe der Veranstaltung zu beantworten und freuen uns über eine sehr lebendige Fragerunde. Und Eva Viehoff macht dann in der ersten Runde den Abschluss und berichtet ein bisschen aus der Sicht der Landtagsabgeordneten, der Politikerin, was bereits angestoßen wurde, wie sie auch in den unterschiedlichen Ausschüssen vielleicht mit Vorbehalten kämpft oder wo vielleicht auch aus grüner Sicht noch mehr getan werden müsste, wenn wir denn mal wieder regieren, wo wir andere Schwerpunkte setzen würden und wo wir vielleicht auch neue Allianzen schmieden können, um das Thema auch zu etwas mehr, naja, zu etwas mehr Wumms, wie man Frau jetzt sagen könnte, zu verhelfen. Ich würde mich freuen, Frau Schwarze, wenn Sie vielleicht beginnen könnten mit Ihren Erfahrungen, mit Ihrem Input. Ich würde mal sagen, so in der ersten Runde knapp 10 Minuten. Wir kommen ja wieder auf Sie zu, sodass es für uns alle am Anfang nicht zu lange wird. Und dann kriegt jeder nochmal die Chance, immer wieder auf die individuellen Fragen einzugehen. Vielen Dank schon mal. Okay, dann starte ich gerne herein. Heraus aus der Krise ist, glaube ich, ein ganz wunderbarer Ansatz. Also nicht das Bejammern, wie es im Augenblick ist, sondern wirklich zu schauen, wie packen wir einfach Lösungen an. Und ich glaube, da haben wir jetzt in den letzten Monaten einfach ganz hervorragende Beispiele gehabt, wo sich alle zusammengetan haben und gerade junge Frauen auch unglaublich aktiv waren, um zum Beispiel in virtuellen Hackathons, also in einer Zusammenarbeit, digitalen Zusammenarbeit zu sagen, wir müssen unbedingt einfach Lösungen für ganz viele Fragen rund um dieses Geschehen finden, ob das also wir gegen das Virus, wir versus Virus war oder zum Beispiel Jugendhackt oder ganz viele andere Initiativen, da sind überall Frauen initiativ mit dabei und steuern, organisieren und sind sozusagen kooperativ einfach auch in der Lösung eben gerade dieser Probleme, die wir im Augenblick haben. Und sehr viel passiert eben auch auf digitaler Ebene, sodass ich glaube, wir finden im Augenblick mehr Beispiele vielfach junger Frauen einfach auch, die hier aktiv eben auch in ganz innovativen Ideen, Projekten und so weiter unterwegs sind. Und ich denke, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Aber wir bleiben natürlich, wenn wir uns die Zahlen anschauen, im Bereich der Informatik, der IT-Ausbildung, da müssen wir sagen, da gibt es Erhebliches zu tun und vieles davon wissen wir, was in diesem Bereich auch zu tun ist. Wir müssen schon sagen, dass natürlich einfach auch die Situation an den Schulen so ist, dass wir hier, glaube ich, deutlich mehr an Umsetzung unseres Wissens, warum zum Beispiel junge Frauen sich nicht so für die Informatik oder für Mathematik als Beruf entscheiden, das müssen wir einfach stärker aufnehmen. Und wenn ich zitieren darf, einfach auch eine junge Frau vor 2 Tagen mir gesagt hat, die also ein Mathematik-Lehramtsstudium zum Beispiel gemacht hat und gesagt hat, ich hätte vielleicht auch was ganz anderes gewählt von der beruflichen Seite her, aber ich kannte überhaupt gar keinen Menschen, der oder die Mathematik als Beruf außerhalb von Lehramt und Forschung macht. Also insofern können wir einfach da sehr deutlich sagen, da fehlen einfach auch die Links eigentlich zu dem Bereich, den Frau Bielfeld heute also auch vertritt, nämlich wirklich zu dem beruflichen Bereich, das einfach für viele junge Schülerinnen überhaupt nicht vorstellbar ist, was macht denn jemand wirklich in diesem Bereich, und da haben wir nach wie vor ein großes Defizit. Und wir müssen auch schon sehen, dass natürlich die aktuelle Situation mit den digitalen Medien auch sehr unterschiedlich innerhalb der jungen Frauen gesehen wird. Unsere große Studie über den 8. Jahrgang, die ISIL-Studie, die aufgelegt wurde, bestätigt eigentlich schon, dass auch die Relevanz digitaler Medien also durchaus von einem Teil gerade der jungen Frauen im Hinblick auf die Gesellschaft eher kritisch gesehen wird. Während gerade die jungen Männer eine sehr starke positive Perspektive hier vertreten. Und ich denke, das sind Dinge, mit denen wir uns einfach sehr viel stärker auseinandersetzen müssen.
Was bedenklich stimmt, wir denken ja immer alle, ja, diese junge Generation wächst ja digital auf und darüber werden sie einfach auch die grundlegenden Kompetenzen eben im IT-Umfeld deutlich stärker erwerben wollen und auch mitbringen. Und wir sehen also bei dem Aspekt der Digitalisierung, dass selbst die jungen Frauen die eher technisch ausgerichteten digitalen Kompetenzen eher meiden, nicht erwerben. Die jungen Männer verstärkt in diese Bereiche hineingehen. Und wenn wir dann eine Befragung mit einer kleinen Überprüfung dahinter, wie die Antworten gestaltet sind, durchführen, dann stellt sich heraus, dass sie selbst bei der Frage, inwieweit sie Textprogramme oder Tabellenkalkulationen beherrschen, dann sich als deutlich weniger kompetent einschätzen als die jungen Männer. Und das ist sozusagen das Zutrauen auch, dass sie selbst in die eigenen Kompetenzen in diesen Bereichen haben, häufig nicht vorhanden. Und es fehlt definitiv an Rückmeldungen, dass sie eben in diesem Bereich geeignet sind, dass sie natürlich selbstverständlich einfach auch solche Kompetenzen erwerben können und teilweise auch schon haben. Wir wissen das aus dem Bereich der mathematischen Kompetenzen, wo das relativ häufig passiert und auch das Umfeld die Erfolge junger Frauen in der Mathematik eher dem Fleiß zuweist, sozusagen, als der Kompetenz in der Mathematik. Und das wird relativ häufig auch noch von Beratungs- und Lehrkräften so gesehen. Die Eltern können sozusagen diese Kompetenzen, die ihre Töchter zum Beispiel im Bereich der Mathematik oder der Naturwissenschaften haben, nicht deuten als Kompetenzen für berufliche Möglichkeiten eben in diesem ganzen Umfeld IT, sondern deuten es, wenn überhaupt in diesem fachlichen Umfeld eher so, dass man vielleicht nur sagt, ja, das Lehramt, das wäre ja nochmal interessant, einfach in diesem Bereich. Aber dass es Forschung sein könnte, dass es Innovation sein könnte, dass es eine Tätigkeit auf der Schnittstelle zum Beispiel zwischen IT und beruflichen Qualifikationen in einem mittelständischen Unternehmen sein könnte, das ist einfach in den Köpfen erstaunlicherweise nach wie vor nicht vorhanden. Wenn wir auch nochmal schauen, wie gehen junge Leute damit um, dann geben uns einfach die aktuellen Studien sehr viele Hinweise. Also die ISIS-Studie zeigt zum Beispiel bei der 8. Jahrgangsstufe, dass junge Männer innerhalb der Schule sehr viel mehr Medien nutzen, auch digitale Medien nutzen, während die jungen Frauen dies innerhalb der Schule nicht so häufig nutzen. Sie nutzen zum Beispiel diese Medien sehr viel häufiger außerhalb der Schule, aber für schulische Zwecke, während die jungen Männer dann außerhalb der Schule diese Medien eher nicht für schulische Zwecke nutzen, sondern durchaus ganz andere Interessen in diesem Bereich haben. Also da haben wir durchaus was zu tun, dass diese Kompetenz eben innerhalb der Schule des Umgangs mit digitalen Medien auch natürlich chancengleich, gleichberechtigt eben auch von den jungen Frauen ausgeübt wird und wir dafür Sorge tragen, dass auch die jungen Männer nach der Schulzeit eben auch sich mit Schule auseinandersetzen, wenn sie die digitalen Medien nutzen. Wir wissen, dass Mädchen auch aus der ISIS-Studie im 8. Jahrgang, dass sie deutlich und zwar über alle Teilnahmeländer hinweg mehr computer- und informationsbezogene Kompetenzen haben als die jungen Männer. Und ich denke, das sollte uns doch zeigen, dass dieses ausbaubar ist, aber sie verbinden es nicht mit einer späteren Vertiefung, einer etwas mehr technisch ausgerichteten Vertiefung eben dieser Kompetenzen. Und sie verbinden es nicht mit der Studien- und Berufsorientierung, sondern gehen dort in diesem Bereich dann andere Pfade. Und das ist natürlich etwas, was wir herstellen müssen. Wir müssen, sage ich mal, diese hervorragenden Kompetenzansätze, die da sind, einfach zu einer Studien- und Berufsorientierung in diesem Bereich IT und Informatik als ein Beispiel ausrichten. Wo ich Positives und Negatives sehe, sind zwei Punkte: IT-Berufsausbildung und die Informatikstudiengänge. Wenn wir auf die IT-Berufsausbildung schauen,
können wir immer sagen, Nomen est Omen. Das heißt, je technischer die Namen der Berufe klingen, das wissen wir, desto weniger Frauen haben wir eben in diesen Feldern. Sie können einfach mal schauen auf die Fachinformatikerinnen, Informatiker, Anwendungsentwicklung. Da haben wir jetzt über 10% junge Frauen. Und wenn wir da schauen auf die Fachinformatiker, Informatikerinnen, Systemintegration, dann sind es 6%. Also Sie sehen sozusagen einfach deutliche Unterschiede. Aber wir haben ja eine Neuordnung in diesem Bereich. Wir haben neue Berufe, Kaufmann, Kauffrau, Digitalisierungsmanagement zum Beispiel, wo wir deutlich mehr Prozente sehen inzwischen von jungen Frauen. Wir müssen einfach aber sehr viel stärker darauf achten, einfach, dass wir nicht nur natürlich, sage ich mal, hinsichtlich der Namen aktiv werden, sondern die Unternehmenskultur in den kleinen Unternehmen, in den mittleren Unternehmen ist noch sehr stark auf männliches Verhalten, auf männliche Interessen, auf männliche Motive zur IT hin ausgerichtet. Und man muss lernen, dass es junge Frauen gibt, die kommen vielleicht mit anderen Interessen, anderen Erfahrungen, anderen Motiven. Und das sind keine Kompetenzdefizite, sondern sie gehen anders einfach an diese Themen heran. Aber das sind Erfahrungen, die einfach im Augenblick in den Betrieben, glaube ich, in deutlich besserer Art und Weise aufgenommen werden könnten und einfach auch für eine Kompetenzentwicklung genutzt werden könnten. Vielleicht nochmal ganz wichtig, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist starkes Thema, einfach inzwischen für die Ausbildung und für die Weiterbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder. Das könnten wir nutzen, einfach um diese Thematik verstärkt auch einzubringen in die Frage, wie können wir mehr junge Frauen einfach für die Ausbildung dort gewinnen. Und last but not least, die Informatik, die Informatikstudiengänge. Auch da haben wir die Erfahrung in der Geschichte gemacht, dass junge Frauen aus der Mathematik in die Informatik hineingegangen sind, weil sie gedacht haben, da kommt jetzt die Anwendung, das wird spannend für uns, das ist neu. Und insofern einfach in den Anfängen in der Informatik deutlich mehr Frauen einfach auch in diese Studiengänge hineingegangen sind. Das hat sich zu einer sehr technischen Ausrichtung der Informatik gewandelt und Sie sehen eben auch deutlich, wie dann die Prozentanteile und Zahlen eben von Frauen zurückgegangen sind. Wir haben inzwischen, und das können wir sehen, auch hier das Thema sozusagen Nomen est Omen. Wir können sehen, in der Informatik allgemein haben wir etwa 23% an jungen Studienanfängerinnen. Und wenn wir so auf Fächer wie die Bioinformatik schauen, sind es 42%. Oder wenn wir auf die Medieninformatik schauen, sind es 36%. Also da sind diese Signale sozusagen, hier finde ich in der Informatik etwas an Anwendungen, was mich auch interessiert und die werden einfach auch angenommen und wahrgenommen. Also insofern können wir einfach sagen, dass es da Veränderungen gibt. Das Interesse an Digitalisierung und Informatik kommt einfach bei den jungen Frauen an. Wir haben starke Anstiege in diesem Bereich in Informatik. Wir haben wiederum zurückgehende Zahlen in der Mathematik in diesem Bereich. Das heißt, da verschiebt sich auch im Augenblick einiges. Und wir müssen aber nach wie vor sagen, dass dann beim Übergang in den Beruf wir einfach die Anzahl von jungen Frauen in diesem Bereich nicht wiederfinden, die wir bräuchten. Also da fehlt uns einfach in den Fachgesellschaften, in vielen Fachgesellschaften fehlen uns die Frauen mit an der Spitze. Und wir müssen einfach sagen, dass wir immer noch auf den Podien von Verbänden, von IHK-Versammlungen, von anderen sehen einfach zu wenig Frauen. Und ich denke, wir sind da in einer Veränderung, das können wir ja heute sehen. Und damit zum Ende, was muss getan werden? Kompetenzrückmeldung an junge Frauen eigentlich von Beginn an, damit sie Wissen einfach und Sicherheit in diesen Kompetenzen haben. Und Medien in diesem Feld, Rollenvorbilder in diesem Feld und kulturelle Veränderungen innerhalb der Unternehmen, dass einfach auch die Kompetenzen von jungen Frauen gesehen werden. Herzlichen Dank. Das war ein sehr, in Englisch würde man sagen, comprehensive, sehr umfassendes Einführungsstatement. Damit können wir gleich gut weiterarbeiten. Maike Bielefeld, nicht Biele, Bielefeld, Entschuldigung. Wir haben uns ja auch schon mal beim Sommerempfang, glaube ich, vor gut einem Jahr getroffen. Aber da ich in Bielefeld zur Schule gegangen bin, muss ich mich immer etwas bremsen, das E wegzulassen. Also ganz herzlichen Dank. Sie sind jetzt
seit, ich glaube, erst 10 Tagen Geschäftsführerin der IHK in Hannover und damit natürlich auch ein sehr verantwortungsvoller, großer Aufgabenbereich. Und das Thema, glaube ich, liegt Ihnen am Herzen aus unterschiedlichen Gründen. Und wie Sie vielleicht von Frau Schwarze schon mal ein paar Punkte mit aufnehmen könnten, fände ich ganz spannend, weil die Studien, die ich teilweise gelesen habe oder die Statistiken, die sehen eigentlich eher so aus, dass wir mit rückgängigen oder mit teilweise in einigen Gebieten auf jeden Fall wieder abnehmenden Anteilen von Frauen in den Ausbildungsberufen zu kämpfen haben. Und Frau Schwarze hat ja viele der Ursachen genannt. Aber was kann man aus Sicht der, oder was kann Frau aus Sicht der IHK dazu beitragen, dass sich der Trend umkehrt und dass es auch wirklich vielleicht sexy ist für Frauen, genau diese Vorurteile zu überwinden und sich da an Neueres ranzuwagen? Bitte schön. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Kompromann. Ich bin in der Tat schon 6,5 Jahre Hauptgeschäftsführerin, war nur bisher in Stade und bin jetzt nur neu in Hannover angekommen, quasi nochmal in unserer Männerwelt, wenn Sie es so schön sagen, aufgestiegen. Das ist auch in der Tat so, daher kenne ich Frau Viehoff auch sehr gut, weil die IHK Stade für den Bezirk von Frau Viehoff zuständig war und wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Und ich habe auch als einer der ersten Dinge, als ich vor 6,5 Jahren nach Stade kam, ein Frauennetzwerk gegründet, was über 400 Teilnehmerinnen inzwischen hat. Und sehe die Notwendigkeit unbedingt an, das Thema der Vernetzung. Das geht auf IT-Berufe, aber das ist für fast alle Berufe und alle Dinge immer wieder notwendig. Und ich habe regelmäßig und mache das auch weiterhin und werde das dann auch aus Hannover machen, das ganze Thema Frauen und Berufe gemacht. Dann auch aus Sicht der Unternehmerinnen, die ja auch stark unterrepräsentiert sind in dem Thema Selbstständigkeit. Das zieht sich durch alle Bereiche durch und biete auch da heute schon Zusammenarbeit natürlich an für diese Themen. Jetzt aber gerne zu diesem Fachthema heute, nämlich IT-Berufe. Frau Schwarze hat ja auch schon viele Zahlen genannt und das kann ich auch nur bestätigen. Also in den letzten 10 Jahren sehen wir aber auch bei den Informatikberufen über alle Fachrichtungen hinweg einen konstanten Trend momentan. Der liegt, wie Sie auch selber sagten, um die 6,5% und haben natürlich auch im Bereich der universitären Informatikstudiengänge liegt dabei, wie Sie selber sagten, bei über 20% aktuell und bei Ingenieurwissenschaften. Und ich habe jetzt erstmal nochmal mitgebracht, welche Aktivitäten gibt es eigentlich? Was tun wir, um das zu verändern? Und wo sehen wir Erfolge und auch nicht so? Darüber wollen wir auch nachher diskutieren. Das Erste, was wir gemacht haben, es gibt sogenannte Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter und wir haben ganz gezielt Frauen eingesetzt, die in Informatikberufen sich eine Ausbildung gemacht haben und haben die in die Schulen geschickt, weil wir immer merken, dass junge Leute mit jungen Menschen viel besser reden können und natürlich das ganz toll ist, wenn auch junge Frauen da stehen und sagen, warum habe ich mich dafür entschieden und warum mache ich das? Und das ist über den gesamten Bezirk der IHK Hannover in allen Schulen ganz gut gelaufen. Leider noch nicht mit dem Erfolg, aber wir glauben, dass es ein ganz wichtiger Hebel ist. Diese Authentizität, gerade wenn die Eltern nicht diese Berufe ergriffen haben und es irgendwie, also man wird ja doch so ein bisschen mitgezogen und da setzen wir immer nach wie vor große Schwerpunkte drauf. Dann gibt es eine tolle Initiative. Die Initiative heißt IT macht Schule. Die setzt sich seit 2017 für die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schülern ein, insbesondere gegen den Fachkräftemangel im IT-Bereich. Und wir unterstützen dabei IT-Unternehmen und Fachabteilungen bei der Nachwuchssuche und bieten Schülerinnen und Schülern durch Schulpraktika bei ihrer beruflichen Orientierung sie für IT-Berufe zu begeistern. Und wir haben dabei auch festgestellt, und das hat sich ja auch heute hier schon durchgezogen, dass besonders Mädchen und junge Frauen bei Karriere häufig nicht an IT-Berufe denken. Ob das aberzogen wird oder dass man irgendwie denkt, ich bin sprachlich besser, wenn wir es wüssten, hätten wir wahrscheinlich die Lösung. Da waren auch die Ergebnisse dieser Umfrage aus der 8. Klasse übrigens sehr, sehr interessant. Und ich stelle es bei allen Sachen fest. Frauen sind ganz oft nicht so an sich selber glaubend. Also Sie haben das gesagt, bei den Kompetenzen, die sind bei den Mädchen viel stärker ausgeprägt und hinten raus fallen sie uns weg. Und wir müssen ganz gezielt daran setzen, dass die jungen Frauen und jungen Erfahrungen machen, die sie stärken und die sie darin bestärken, dass sie das tun können. Und diese Initiative Handelshilfe macht, IT macht Schule, bietet eben Handelsalternativen. Es gibt strukturierte Praktika. Und unsere Unternehmen werden mit Handlungsleitfäden für ein 14-tägiges IT-Praktikum ausgestattet. Und dieses Praktikum strukturiert sich dann für die Schülerinnen anhand eines Stundenplans, was genau gemacht werden soll. Und diese Schülerinnen erhalten am Ende ein Zertifikat
Und mit diesem Zertifikat können Sie sich dann bewerben und haben schon mal eine Referenz, was Sie dann auch wiederum heraushebt dafür, wenn Sie sich später bewerben. Wir als IHK Hannover unterstützen dieses Projekt und es fing an in der Region Hannover, die das auch organisieren. Und da das so erfolgreich war und ist, wird das derzeit in weiteren Regionen in Niedersachsen eingeführt. Das Dritte, was ich mitgebracht habe, auch da ist schon drauf eingegangen worden, das Niedersachsen-Technikum, also da sind wir ja hier an der richtigen Stelle. Das ist auch ein 6-monatiges Programm an Frauen mit Abitur oder Fachabitur, die dann in einem bezahlten Unternehmenspraktikum arbeiten und an einem, ja, also 4 Tage in der Woche einen MINT-Beruf kennenlernen. Dann haben sie einen Tag in der Woche dieses Schnupperstudium an den Universitäten und wir glauben, dass das ein wirklich guter Weg ist, dazu attraktiv zu sein. Man hat die Möglichkeit, Unternehmen kennenzulernen und sich für diese Berufe zu interessieren. Wir wissen ja, das wird von der Hochschule Osnabrück administriert. Das ist auf jeden Fall ein guter Hebel, das sehen wir auch. Das Vierte, was angeboten wird, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Instrument, was wir ja auch in Niedersachsen haben, die Ideenexpo. Das ist ein ganz tolles Konstrukt. Dort gibt es extra für die weiblichen Besucher das Girls Mint Camp bei der Ideenexpo. Es ist natürlich sehr schade, dass sie jetzt einmal ausgesetzt wird, aber unabhängig davon wird das Konzept ja weitergeführt werden. Und dort können junge Mädchen sich ausprobieren und ich sag mal, die Hemmschwellen überwinden, weil warum auch immer diese MINT-Fächer, ob die uncool sind oder wie auch immer, das müssen wir einfach durchbrechen durch, ich sag mal, coole Angebote. Also das heißt, wir leider können wir feststellen, dass es im Bereich der Ausbildung alle Bemühungen, die wir bisher gemacht haben, noch keine Veränderung in der Quote mit sich gebracht haben. 6,5% an weiblichen Auszubildenden ist viel zu wenig. Brauche ich gar nicht schön zu reden, das ist so in den IT-Berufen, in den Informatikberufen. Wir sehen, dass es am ehesten noch, das hat Frau Professor Schwarz ja auch ausgeführt, bei den MINT-Studiengängen zum Erfolg geführt haben. Interessant finde ich noch, wenn man sich dann mal den Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder anguckt, bei Technik- oder Telekommunikationsunternehmen sind die mit 16% am meisten vertreten und am wenigsten bei Handelskonzernen mit 3% weibliche Vorstände. Das wiederum finde ich äußerst interessant und freue mich gleich auf die Diskussion. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Das wird auch ein guter, schnittiger Einstand für die nächste Runde. Heidi, ein bisschen zunächst einmal, warum die Berufswahl, warum Diplom-Informatikerin und wie bist du dazu gekommen? Gab es da auch jemand, der oder die dich darauf hingewiesen hat, dass du da versiert bist und nicht nur fleißig, sondern dass es auch eine super Sache ist, wenn man das in berufliche Kompetenz umsetzt? Also das fand ich auch eben nochmal spannend bei Frau Schwarze zu hören, dass die Mädchen digitale Medien schon außerhalb der Schule stark nutzen, aber da keine Synergien feststellen zu ihren möglichen Berufsaussichten. Deswegen an dich erstmal die Frage, persönlicher Werdegang, aber dann eben auch, wie geht es dir im Unternehmen, wie kommst du damit klar und warum ist vielleicht die Vorsicht oder ja, die Zurückhaltung bei den Frauen nach wie vor noch so extrem groß. Ich möchte immer, ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck zu DDR-Zeiten, da waren die MINT-Berufe absolut gleichwertig. Die Frauen und die Männer haben fast 50-50, die auf jeden Fall Einschreibezahlen waren oder Immatrikulationszahlen waren gleich hoch. Und nach der Wiedervereinigung hatten wir dann das klassische Rollenmodell und die Verhältnisse, wie wir sie jetzt haben, also sich doch sehr stark angeglichen. Und das finde ich einfach so aus soziologischer Sicht ganz spannend. Also Heidi, jetzt darfst du ein bisschen erzählen. Dankeschön, einen großen Rundumschlag machen, denn ich denke, vieles aus meinem Werdegang ist leider sehr repräsentativ. Also ich beschäftige mich ja auch schon sehr lange Zeit damit, Frauen und Informatik die Situation zu verbessern. Und denke, dass ich deswegen auch so ein bisschen sagen kann, ja, das ist leider auch heute noch repräsentativ. Also ich bin sehr durch Zufall nur dazu gekommen, obwohl ich, glaube ich, von aus der Wiege auf eine Liebe für Technik habe. Aber also als ich klein war, ich hatte kein passendes Spielzeug. Ich war im Hort und durfte nicht mit dem Fischertechnik spielen, weil das ist jetzt für die Jungs. Jetzt bin ich auch schon 3 Tage älter, das ist heute vielleicht ein bisschen besser.
Das heißt, eine typische Ursache meines Erachtens auch heute noch ist, dass junge Mädchen gar nicht einschätzen können, mag ich das oder habe ich da ein Talent für, weil sie gar keine Berührung damit bekommen. Sie können keine Erfahrung sammeln. Es ist in ihrer Spielzeugwelt nicht drin. Sie haben keine Peer Group, keine Buddies, die sie fragen können, die ihnen von ihren Erfahrungen berichten, wo man sich so austauscht in seinem Netzwerk. Das hat bei mir auch nicht stattgefunden. Ich habe Gott sei Dank zufällig Programmieren in der Schule gelernt, an der Tafel mit Kreide, fand das trotzdem super geil. Aber ich hätte auch gerne jemanden gehabt, meine Mutter hat mich zum Zigarettenholen geschickt und ich wollte wissen, wie funktioniert der Automat. Ich wollte ihn nachbauen, aber ich konnte niemanden fragen. Und insofern ist das dann bei mir auch wieder abgeebbt. Ich habe nach dem Abi erst was anderes studiert, bin dann erst durch Zufall wieder darauf gekommen, nachdem ein Bekannter mir von seinem Studium erzählt hat und gesagt hat, worum es da geht. Und ich gedacht habe, boah, das sind genau die Dinge, die ich gerne mache. Also richtig viel Glück gehabt. Und ein Punkt, der, glaube ich, ganz gut läuft und der auch zeigt, dass Berührungspunkte ein Punkt sind, aber viel mehr das Thema Klischees. Ich möchte Anna in vielen Punkten zustimmen, ist, in den letzten Jahren hat sich gerade auch durch die günstigen IoT-Angebote, also wo man kleine Technikprojekte billig machen kann, hat sich viel Schub getan. Über die Fab Labs in den Grundschulen finden Projekte statt mit Mikrocontrollern. Da sind alle Kinder durch die Bank weg gleichermaßen begeistert und talentiert. Es gibt keinen Unterschied, Mädchen und Jungs. Super, das zündet total. Und dann merken wir, deswegen ist 8. Klasse gerade sehr bezeichnend, wir verlieren diese Mädchen in der Pubertät. Also diese Projekte wie Fab Lab oder den Calliope an den Schulen, Girls Day, den ich sehr, sehr lange schon mache, finde ich gut und richtig, funktionieren, sodass wir zumindest die Mädchen, denen es so ging wie mir, dass wir die nicht verlieren auf der Strecke, dass wir die, die sowieso schon immer Nerd werden wollten, auch eine Chance geben und mitnehmen. Aber für mich ist der größere, entscheidende Punkt das Thema Klischees, soziale Zuschreibung, Technik ist was für Männer, Frauen sind so empathisch und wollen was mit Mädchen, mit Menschen. Und das heißt, in der Pubertät ziehen die sich in ihre soziale Gruppe zurück, wollen kein Außenseiter sein, es ist auf einmal nicht mehr normal, sich für Technik zu begeistern. Und da ein Punkt, an dem ich Anna dann doch widersprechen muss, wenn sie sagt, es gibt keine Vorbilder, das ist für mich auch ein Lösungsansatz. Es gibt unsagbar viele Vorbilder und wir kennen sie nicht. Also sie werden marginalisiert. Niemand weiß, dass die Amerikaner ohne ihren weiblichen Chefarchitekten niemals auf dem Mond gelandet wären. Das habe ich nicht mal im Studium erfahren. Also ich hatte auch Geschichte der Informatik im Studium. Ein weiblicher Name wurde genannt, ich weiß nicht, wie viele männliche. Und diese vielen tollen Frauen, und das zieht sich bis heute. Also wer sich mit der Corona-Warn-App beschäftigt, der erfährt viel von dem männlichen Kopf der ETH Zürich ist das, glaube ich, der für das Konzept steht. Aber die Chefarchitektin, die Chefentwicklerin ist eine großartige, sehr kompetente Frau und wir finden ihren Namen in den Medien nicht. Der Punkt, welche Erfahrungen mache ich im Job, das ging los. Also auch wieder ein bisschen Ähnlichkeit zu Anna. Gott sei Dank hat mir niemand abgeraten, aber in meinem ersten studentischen Praktikum gab es eine Programmieraufgabe zu lösen, die wichtig gewesen wäre für die Firma und man hat sich entschieden, das lieber gar nicht zu machen, als es mir zu geben. Also ich bin hin und habe gesagt, oh, ich möchte das gerne machen und man hat zu mir gesagt, nein, das kannst du nicht, lass man. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, habe ich das Gefühl, da gibt es bestimmt Leute, die jetzt denken, naja, vielleicht kann sie wirklich nicht gut programmieren. Kann ja sein. Aber das kann auch sein, vielleicht überschätze ich mich, aber der Punkt dahinter ist, ich kenne keinen einzigen männlichen Kollegen, der so einen Satz in seiner ganzen Laufbahn jemals gehört hat. Und derjenige, der diesen Satz ausgesprochen hat, der hat ja auch mich gar nicht anhand meiner Kompetenz beurteilt. Der war ja dazu gar nicht in der Lage. Also was ich im Beruf viel erlebe, ist, dass Diskriminierung nicht durch die Nerd-Peers passiert, also andere Technik-Freaks, die interessieren sich nur dafür, was man inhaltlich zu sagen hat, sondern durchs Management. Und deswegen auch der Punkt, die Frage habe ich leider erst letztes Jahr gestellt bekommen, naja, ihr Frauen, ihr wollt ja auch gar nicht programmieren, ihr landet ja alle immer im Projektmanagement oder im Qualitätsmanagement und so geht es mir ja auch. Warum bin ich heute nicht Chefarchitektin? Weil da natürlich die Diskriminierung auch stattfindet, die Positionen werden durchs Management vergeben
Und als Frau kriegst du immer die Dödeljobs, wenn es um Technik geht. Möglichst technikfern, kümmerst du dich mal ums Projektmanagement, da musst du nur PowerPoint und Excel bedienen. Ich habe in Vorstellungsgesprächen gesagt bekommen, naja, aber wir machen Schnittstellenprogrammierung, nicht nur Oberflächendesign. Und ich dachte mir, ja, ich habe auch nicht Grafikdesign studiert, sondern Programmieren gelernt. Also das... deswegen ist auch eine politische Forderung, die wir in anderen Umfeld haben, das Thema Frauenquote für mich auch ein wichtiges, also jetzt zum einen, was die Führungsetagen angeht, aber auch was IT angeht. Das spielt so mit in die Rolle, welche Frauen werden denn gestafft? Wie viele Frauen stelle ich ein? Natürlich können wir als Firma nicht mehr einstellen, als in der Ausbildung rauspurzeln, aber ich habe es in meinem Konzern schon erlebt, wenn ich allein Transparenz habe und Druck habe, wenn ich erklären muss, warum ich jetzt keine Frau genommen habe, dann hilft das was. Es schafft Bewusstsein. Die Menschen setzen sich damit auseinander und versuchen wenigstens mal zu suchen. Und wenn nicht, geht man einfach die Abkürzung und den gewohnten Weg, den man immer geht. Das heißt, für mich, die letzte politische Forderung, die ich auf meinem Zettel habe, ist das Thema Gender Budgeting. Und das nicht nur finanziell. Also ich sehe, dass bei uns im Konzern Frauen auch in technischen Fortbildungsmaßnahmen zu kurz kommen. Sondern auch in Medienzeit. Ich habe es ja gerade gesagt, Vorbilder auch in öffentlich-rechtlichen Medien, wie häufig werden wissenschaftliche Inhalte, da gibt es ja auch Studien zu, die leider immer noch so sind, von Männern rübergebracht und die Frau ist immer noch die Ansagerin in hübschem Kleid und High Heels. Also das vermittelt natürlich Mädchen nicht den Eindruck, das ist was Normales oder das ist was Tolles und das ist was für Frauen und das könnte ich auch. An einem Punkt möchte ich sagen, das möchte ich auf keinen Fall als Forderung, dieser Punkt, Frauen haben es nicht so mit Technik und die haben es mehr mit Menschen, also müssen wir ihnen die Informatik anders verkaufen und sagen, Informatik ist in Wirklichkeit gar nicht so viel Technik, das ist mehr, da kann man auch viel mit Menschen machen, das kannst du ruhig auch machen. Also zum einen fühle ich mich da irgendwie abgewertet und zurückgesetzt, wenn ich Technik liebe und darin gut bin, hat aber auch natürlich das Risiko, dass Frauen dann auch weiterhin nicht mit das Sagen haben, nicht mitgestalten in der IT, sondern in so Randaufgaben gedrängt werden. Und das nützt uns, glaube ich, wenig. Was ich als Kompromiss allerdings gut finde, das wächst auch aus diesen FabLab-Aktivitäten hinten bei raus, Technikprojekte anzubieten, die vermeintlich mädchennäher sind, weiblicher sind, damit wir sie überhaupt rankriegen. Das sind Themen wie in den IoT-Dingen Pflanzen mit Technik, die Bewässerung zu messen und zu steuern. Das ist Dinge, die man in der Tierhaltung macht oder in Modethemen. Das ärgert mich so ein bisschen, weil ich ja auch denke, Pink stinks, aber wenn das hilft, die Mädchen ranzuführen und sie dann über die Pubertät an der Strecke zu halten, finde ich das gut. Und ich sehe ja auch im Berufsalltag Frauen, die Medieninformatik studiert haben, die übernehmen hinterher in der Firma im Zweifel genau die gleiche Aufgabe wie jemand, der technische Informatik studiert hat. Also sie erstmal ranzuführen, finde ich auf jeden Fall was Sinnvolles. Und was ich zum Abschluss noch sagen möchte, es geht ja nicht darum, warum ist so wichtig, dass mehr Frauen in der IT sind. Das ist nicht nur, damit wir genügend die Wirtschaft unterstützen, genügend IT haben oder dass Frauen Karriere machen und genug Geld für ihre Rente verdienen, sondern IT gestaltet unsere Gesellschaft. Alle gesellschaftlichen Regeln sind in IT hinterlegt. Und wenn Frauen an der IT nicht teilnehmen, dann wird die Gesellschaft in wesentlichen Teilen, nehmen sie an der Gestaltung nicht teil. Das eine Beispiel, was uns, glaube ich, alle wütend macht und umtreibt aus den USA, dass Stellenangebote für Führungskräfte hat eine künstliche Intelligenz entschieden, die nur Männern anzuzeigen, weil ja schon immer nur Männer geeignet waren für solche Positionen. Und insofern ist das einfach auch eine gesellschaftlich relevante Aufgabe, Frauen da mehr reinzubekommen. Genau, das ist nämlich genau auch der Punkt, was für uns aus politischer Sicht extrem wichtig war, diese Frage, wie können wir Algorithmen, ja, mit, also sozusagen programmieren, aber eben nicht nur durch die männliche Brille, weil dann multipliziert sich das ganze Drama jetzt nochmal weiter. Und du hast die wichtigsten Punkte auch tatsächlich genannt. Sehr, sehr gut.
Jetzt kommt die Eva, die genauso wie ich Agrarwissenschaften, Ingenieurwissenschaften studiert hat. Ich habe so eine ähnliche Geschichte wie bei Anne. Als ich damals ins Arbeitsamt ging, wurde mir auch davon abgeraten, als sie hörten, in Mathe keine 2, keine 1, lieber nicht, machen Sie doch lieber was anderes mit Geschichte und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn der Mann mir das sagt, dann mache ich es erst recht. Und so ist bei mir auch die Trotzhaltung geblieben. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Eva, du bist eigentlich auch eine, die ein ingenieurwissenschaftliches Studium gemacht hat, aber dann daraus natürlich auch berufliche Weiterbildung und was anderes gemacht hat. Du bist ja auch nicht im technischen Beruf geblieben. Ja? Aber trotzdem weißt du jetzt als Mitglied des Wissenschaftsausschusses und als eine, die sich mit Wissenschaft und Forschung beschäftigt und genau diese Schnittstelle, Frauen in die MINT-Berufe zu bringen, was du ja, glaube ich, auch im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit vorher gemacht hast, warum das Thema so wichtig ist und warum wir da bisher, oder nicht warum, aber dass wir da bislang vermutlich auch ein bisschen zu wenig Augenmerk drauf gerichtet haben. Vielleicht erzählst du mal, was du vorher gemacht hast und dann, wie sich das jetzt so in deinem politischen Alltag abbildet. Das rettet mich jetzt tatsächlich ein wenig, weil ich jetzt gerade dachte, ich würde jetzt auch gerne noch so viel dazu beitragen, was ich gerade gehört habe. Also nur ganz kurz nochmal zu meiner intensiveren Vorstellung. Ich zum Beispiel wollte eigentlich das große Kapitänspatent machen. Da habe ich mich dann aber doch von abbringen lassen und mich dann für Agrarwissenschaften entschlossen. Und ich glaube, wenn der Mathelehrer, der sehr alt war, den auch schon meine Brüder, die sehr viel älter sind als ich, hatten, nicht auch so gewesen wäre, dass er gesagt, Mädchen können keine Mathe, denn ich habe schon selber, auch wenn ich schon Ü60 bin, in der Schule Lochkarten hergestellt. Wir hatten schon so einen Computer, wo man Programme mit Lochkarten, das fand ich total toll, aber ich hatte da nie die Unterstützung, wenn ich sehe, wie ich mich heute auch für Technik interessiere. Ich durfte im Übrigen zu Hause nie mit der elektrischen Eisenbahn spielen, weil ich ein Mädchen bin. So viel zu dir, Heidi. Das konnte ich nachempfinden. Hätte ich vielleicht auch Informatik studiert. Ich finde es total spannend. Vielleicht nicht technische Informatik, würde ich mal vermuten, aber irgendwas mit Informatik und nicht mit Menschen, sagen wir mal so. Ich habe dann aber ganz lange, fast 10 Jahre im Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit gearbeitet und zwar hauptsächlich in einem Projekt, was von immer vom Bund gefördert wird, hoffentlich, Barbara, dem Projekt Komm mach MINT, auf die Fahnen geschrieben hat und immer weiter auch noch dafür arbeitet, genau das zu tun, was wir brauchen, Rollenvorbilder vorzustellen, Unternehmen zu gewinnen, die sagen, wir wollen etwas tun, aber wir brauchen Unterstützung, wir brauchen auch Beratung und gerade wenn Menschen so wie Barbara Schwarze seit Jahren eben auch an Studien beteiligt sind und wissen, was eigentlich getan werden muss. Und oft ist das nicht, ich muss meine ganze Unternehmensorganisation auf den Kopf stellen. Das sind oft eben auch Stellschrauben, die man nutzen kann. Und ich glaube, die Telekom hat da an der einen oder anderen Stelle sogar ganz gute Schritte gemacht. Dann ist das schon einfacher. Jetzt bin ich aber in der Politik. Ich bin für Wissenschaft und Forschung zuständig und wollte eigentlich auch einsteigen mit einem Erlebnis, das ich gerade diese Woche im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur hatte. Dort hatten wir nämlich eine Unterrichtung zu Start-ups, die aus den universitären Bereichen herauskommen und da sollten eben ein Bericht gegeben werden des Ministeriums. Das wurde auch gemacht und wurde natürlich Statistiken gewälzt und so weiter und so fort. Und als ich dann am Ende fragte, ob man mir denn mal sagen könnte, wie hoch der Frauenanteil bei diesen Start-ups ist, muss ich jetzt aufs Protokoll warten, es wird nämlich nachgeliefert. Solche Zahlen haben Menschen nicht parat. Und ich finde, das muss parat sein. Man muss es vielleicht nicht gleich herausposaunen, aber auf die Frage hin muss ich eine Antwort haben, weil ich mich damit beschäftigen muss und nicht immer erst damit beschäftigen muss, wenn die Quotenfrau danach fragt, um es in Anführungsstrichen zu sagen. Von daher, glaube ich, haben wir politisch viele Herausforderungen, auch als grüne Partei, die wir ja an vielen Stellen Technik ganz wichtig finden und an anderen Stellen Technik deutlich kritisch betrachten. Hier haben wir uns aber auch in den letzten Jahren weiterentwickelt. Ich sehe politisch verschiedene
Ansätze. Zum einen, glaube ich, müssen genau all diese Projekte, die sich unterstützend damit beschäftigen, dass wir das Unternehmen einen anderen Blick auf ihre Unternehmenskultur haben, dass wir Rollenvorbilder präsentieren können, dass wir regionale Gruppen unterstützen können, die solche Fab Labs eben machen oder eben Menschen auch fort- und weiterbilden. Diese Projekte muss man eigentlich verstetigen, weil ehrlicherweise ist ja immer die Idee, irgendwann zahlen das auch die Unternehmen oder diejenigen, die den Fachkräftebedarf haben. Aber die Geschichte dieser Projekte, auch anderer Projekte, zeigt uns eben auch, das ist etwas, was eine politische Willenserklärung, und diese politische Willenserklärung kann nicht in 3-Jahresschritten laufen, sondern ich glaube, da müssen wir einfach schauen, was läuft gut, und so etwas muss verstetigt werden, damit man kontinuierlich arbeiten kann und nicht immer vom einen Projektantrag in den nächsten Projektantrag fällt. Das halte ich für sehr wichtig. Da haben wir in Niedersachsen schon eine ganze Menge. Das Niedersachsen-Technikum ist angesprochen worden. Ich finde auch den Girls Mint Camp bei der Ideenexpo gut. Ich finde es aber immer auch zunehmend schwierig, dass es immer, ich sag mal, so eine Spielecke für Mädchen gibt. Die braucht es vielleicht. Ich würde mir bei der Ideenexpo, die ich nun sowohl als Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums am Stand begleitet habe, in der Spielecke für Mädchen, als auch als Politikerin besucht habe, ich würde mir wünschen, dass das Thema auch auf den großen Bühnen immer ein Thema ist und nicht immer das Thema, ach ja, wir haben da noch ein Thema, wie ist das denn mit den Frauen in der Technik, sondern das muss... und in der Informatik, das muss für mich durchgängig sein und das müssen alle verinnerlichen. Das muss nicht sein, wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir irgendwie einen Fehler gemacht, sondern das muss zu einer gewissen Selbstverständlichkeit werden. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen Geduld aufbringen, aber auch da können wir, glaube ich, politisch weiterwirken. Ich finde, obwohl es nicht mein Bereich ist, im Bereich der Lehrkräfteausbildung ist es notwendig, dass wir dort auch tatsächlich mehr auf diese Frage der Herangehensweisen und des Interessierens von Kindern und Jugendlichen für die unterschiedlichsten Fächer ausbilden. Also ich finde auch eine Englischlehrkraft oder ein Lernstudierender in Englisch muss nicht Jungs benachteiligen, nur weil er glaubt, Mädchen können Sprachen besser. Ne? Also was ja oft der Fall ist. Und im umgekehrten Fall in der Technik und in der Informatik. Und da finde ich zum Beispiel ein sehr tolles Beispiel, dass es auch in Niedersachsen gibt, was ich auf einer Konferenz kennengelernt habe. In Sieke gibt es ein Gymnasium und dort gibt es in der 10. Klasse eine AG, die heißt Technische Informatik und die ist nur für die Mädchen der 10. Klasse. Also das ist ein Mädchenkurs. Das macht eine Lehrkraft, eine ältere männliche Lehrkraft, die zwar mal Geschichte studiert hat, aber privat, hobbymäßig, wie das oft so in den Schulen ist, sich für Informatik schon interessiert hat und in der Oberstufe auch den Leistungskurs Informatik gibt. Der hatte zu dem Zeitpunkt immer Prozentzahlen von Mädchen in seinem Leistungskurs, die zwischen 40% und 45% war. Und es reichte diese eine Arbeitsgemeinschaft in der 10. Klasse, die den Mädchen zeigte, hey, ich kann das ja. Und solche Projekte und solche Erkenntnisse müssen wir auch in die Lehrkräfteausbildung einbringen. Da müssen wir, glaube ich, auch politisch noch mal stärker draufschauen. Auch wenn wir über das Schulfach Informatik sprechen, von dem ich ehrlicherweise nicht so überzeugt bin, weil ich da bei Heidi bin. Ja, Informatik ist Technik. Und wenn ich das möchte, dann muss ich nicht irgendwie sagen, das ist auch irgendwie wie Ringelpiez mit anfassen. Aber wenn ich Informatik als Schulfach anbiete, wird es enden wie Physik als Schulfach. Wenn ich nicht schaffe, die Stereotype zu durchbrechen, werden die Mädchen da zwar hingehen, weil sie da hingehen müssen, aber sie werden von vornherein sowas sagen wie auch bei der Mathe, ich kann kein Mathe. Das ist in Deutschland inzwischen ist immer noch gesellschaftsfähig zu sagen, ich kann kein Mathe. Als Mädchen, die können auch sagen, ich kann keine Informatik. Und da finde ich schon, weil wir wissen, dass selbst in der Pflege, selbst in typischen Frauenberufen, die Technik Vorrang, also die Technik auf dem Vormarsch ist, müssen wir es eigentlich als integrales Querschnittsfach in der Schule anbieten. Das wäre für mich auch ein politisches Ziel, auch wenn jetzt
beschlossen worden ist, das Fach Informatik einzuführen. Und ich finde, wie gesagt, wir müssen immer auch schauen, wo bestimmte Dinge einfach auch aus welchen Gründen auch immer finanziell nicht gewuppt werden und nicht unterstützt werden. Wir müssen im universitären Bereich, glaube ich, auch die Mentoring-Projekte noch weiter ausbauen, eventuell auch über sowas wie teilweise Frauenstudiengänge nachdenken. In Bremen kennen wir ja den Frauenstudiengang Informatik, der auch sehr erfolgreich läuft. Und auch wenn wir alle gemeinsam lernen wollen und ich das auch gerne tun möchte, glaube ich, sind solche Ziele ganz gut, um einfach den Einstieg zu ermöglichen. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ach, ich hatte noch einen kleinen Tipp für Frau Bielfeld. Zu den Auszubildenden. Das ist aber auch wieder aus meinem beruflichen und nicht aus meinem politischen Kontext. Es gab in den 2010er, Anfang 2005 bis 2013 in Österreich ein Projekt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die haben sich mit allen Auszubildenden zusammengesetzt und gefragt, wie soll denn eure Ausbildung laufen, welche Räume braucht ihr, welche Kleidung hättet ihr gerne und so weiter und so fort. Und haben da ein ganz tolles Projekt, auch ein ganz tolles Gender-Projekt daraus erarbeitet, an dem eben auch diese Mittelständler, die einen wirklichen Fachkräftemangel hatten, mitgearbeitet hatten. Das heißt, ich kann's, genau, auf Österreichisch. Etwas, was man, glaube ich, auch nochmal im Kleinen für gerade die kleineren Handwerksbetriebe und Mittelständler andenken könnte. Und vielleicht auch mal projekthaft im Wirtschaftsministerium vorstellen. Wunderbar, da kam schon Anregung. Wollen Sie direkt darauf eingehen? Ja, ich habe selber mal 5 Jahre in Österreich gelebt, in einem IT-Unternehmen gearbeitet. Von daher habe ich da mal die andere Seite auch kennengelernt. Ich würde sagen, da ist die Luft trotzdem noch ganz schön dünn, was so Frauen in IT-Berufen in Österreich angeht. Yeah. Also von daher, aber ich kenne das Projekt in der Tat, weil ich von 2002 bis 2007 dort gelebt habe und daher weiß ich das einigermaßen. Aber können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Ich würde eine Sache noch gerne ergänzen. Auch ich gehöre übrigens zu den Frauen, die Informatik in der Schule hatte. Also ich habe Pascal und Cobol damals gelernt und mein Physiklehrer, ich hatte einen Physikleistungskurs, auch als einer der wenigen, sagte dann zu mir, machen Sie alles, aber studieren Sie nicht Informatik. Also offensichtlich müssen wir alle irgendwie eine Neigung haben und sind dann doch abgekommen und haben es irgendwie doch geschafft. Ist total interessant. Ist mir so aufgefallen beim Zuhören. Genau. Ich würde jetzt gerne nochmal, also zum einen habe ich eine interessante Frage bekommen, die allerdings auf Englisch ist, von einem männlichen IT-Ingenieur, der gesagt hat, tatsächlich ist das ein Riesenproblem und wir müssen früher anfangen. Wir müssen wirklich Primary School, also von vorne an, die Sachen lehren und das wirklich durchgängig. Das ist ja so ein bisschen das, was Eva auch sagte, nicht nur Informatik, sondern wirklich als Querschnittsthema auch, dass einfach die Frage, wie gehe ich an Technik ran, vermittelt wird. Aber eine Mini-Sache, die Heidi eben erwähnt hatte, mit wir kennen die Personen gar nicht, die häufig hinter den großartigen Projekten stehen. Hidden Figures war so ein Film, wo ich mit meiner Tochter drin war und einfach angefixt war, genau das, was du sagst, dass die Amis zum Mond geflogen sind, das lag im Grunde an 3 farbigen Frauen, die das im Hintergrund gemanagt hat, die keiner mit Namen kennt, ja. So, und die Männer stehen dann vorne und präsentieren es und die Frauen haben eigentlich den Erfolg zu verbuchen und keiner weiß was darüber und das ist natürlich echt misslich. Und da kam mir auch nochmal die Idee, Eva, Anne, eigentlich alle, kann man das nicht stärker auch im Geschichtsunterricht oder im was auch immer Unterricht mit vermitteln. Also dass wir einfach sagen, ne, wie du eben sagtest, Gender Budgeting, aber vielleicht auch stärker noch diese Figuren nach vorne zu stellen mit ihren Geschichten, damit es auch in unserer Sozialisation was mit uns macht. Es gibt erfolgreiche Frauen genau in dem Bereich. Ne? Wir haben sie noch nie von ihnen gehört. Du kannst sofort, Frau Schwarze hatte sich gemeldet, dann würde ich ihr vielleicht erst noch das Wort geben und Anne ist auch wieder mit Bild dabei. Ich weiß nicht, ob sie auch noch was kommentieren möchte, dann würde ich dir auch gleich wieder das Wort geben. Jetzt gerade Frau Schwarze, bitte.
Ja, okay. Zwei Punkte dazu. Also ich denke, das ist etwas, was wir zum Beispiel einfach in den Hochschulen die Pflicht haben, in der Informatik zu tun, wie ich in Informatikgeschichte, wie ich hineinzuschauen und zu schauen, also nur von den Anfängen an, wo waren da Frauen aktiv? Und das ist natürlich bei den Gender und Diversity Studies sozusagen einer meiner Punkte, der durchgängig einfach auch zu den Vorlesungen gehört. Und ich muss sagen, dass gerade, ne, wir haben ja fast ausschließlich junge Männer in diesem Bereich, die sehr erfindungsreich sind, dabei einfach da auch faszinierende, interessante Frauen einfach zu finden, quer durch die Informatik, die also an Punkten einfach Dinge erfunden haben, von denen wir gar nicht wissen. Und das ist einfach ein Muss. Ich denke, da müssen wir einfach auch schauen, wie werden einfach solche Vorbilder bekannt. Ne? Also es werden, man sieht einfach, dass auch die jungen Leute in der Informatik heutzutage einfach überhaupt gar keine, weder männliche, ne, außer denen, die vielleicht große US-Firmen leiten, noch weibliche Vorbilder kennen und oft gar keinen Blick darauf haben, wie sich einfach solche Entwicklungen einfach aufgetan haben, wo auch so Kernelemente waren, wo Menschen Dinge erfunden haben, wie das gelaufen ist. Das sind schon auch wichtige Dinge, um für sich selber mal zu lernen. Einfach auch, könnte ich nicht auch mal auf so einen Pfad gehen und na, also auch für mich einfach solche Dinge entwickeln. Ich würde gerne sagen, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Aber eins, was mir durchgängig auffällt, sage ich mal, wenn wir über das Thema Frauen und Mensch sprechen, ist, dass von vielen eben immer angemerkt wird, dass die Mädchen müssen sich ändern. Die müssen doch erkennen, wie toll das ist. Ne? Die müssen doch sehen, was da machbar ist. Und die müssen doch endlich mal begreifen, dass da die Zukunft liegt. Und wer sich sonst eigentlich noch verändern muss, das kommt viel zu kurz. Also wir haben heute, wie ich, die Lehrkräfte in den Schulen angesprochen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt in der Fort- und Weiterbildung. Und egal, ob es Textilgestaltung, Geografie oder sonst irgendetwas ist, Digitalisierung ist überall. Also das ist eine Chance, einfach das in alle Fächer hineinzubringen. Und das wird ja zum Teil schon gemacht. Und auf der anderen Seite denke ich, ist es wirklich wichtig zu schauen, was tun die Unternehmen. Und ich muss sagen, ob es der Girls Day ist oder ob es zum Beispiel das Niedersachsen-Technikum ist, da sind die Unternehmen einfach die wichtig wirklich erkannt haben und sagen, jawohl, wir müssen das machen. Und das ist etwas, was wir für Frauen machen, dieses Angebot. Sie beteiligen sich ja beim Niedersachsen-Technikum zum Beispiel finanziell auch dabei, sind aktiv, stellen einfach Personal dafür ab. Und beim Girls Day muss man einfach mal beobachten, seit den letzten Jahren, wie stark der Anteil der Unternehmen zugenommen hat, die nach dem Girls Day einfach junge Mädchen eingestellt haben, die sie kennengelernt haben und infolge einfach des Kennenlernens inzwischen in Ausbildung auch eingestellt werden. Das hat massiv zugenommen und das sind die richtigen Wege, auch die anderen Player, sage ich mal, zu betrachten und zu schauen, was muss denn getan werden, um einfach auch ne, dieses Ungleichgewicht, diese Klischees wirklich, die von Eltern, von Berufsberatenden, von Lehrkräften, von vielen kommen, die wir ja in der Geschichte jetzt gerade häufiger mal gehört haben. Das ist jetzt nicht nur eine Einzelsituation von Frauen aus der Technik, sondern das passiert ja ständig. Insofern, ne, müssen wir gesellschaftlich was tun. Wir müssen, ne, also dass die Storys, sage ich mal, die erzählt werden zu Technik und Frauen, die müssen wir verändern. Wir müssen das einfach über Medien, über soziale Medien deutlich machen, was sich in diesem Bereich einfach tut. Und ich glaube sehr stark einfach auch daran, natürlich nochmal mit Unternehmen und anderen gemeinsam wirklich die Dinge verändern und die, ne, auch Unternehmen Lebenskulturen wirklich anzugehen, zu sagen, was kannst du denn machen, wodurch wird dein kleines Unternehmen denn zum Beispiel attraktiv für junge Frauen, was kannst du dir da vorstellen zu tun? Und da kommen Leute schon inzwischen sehr ins Nachdenken und sind inzwischen auch aktiv geworden. Vielen Dank. Jetzt würde ich erst Anne, dann Eva und Heidi hatte sich auch gemeldet und Maike Bielefeld auch. Da machen wir jetzt sozusagen einmal so auf meinem Screen eine Runde. Anne zuerst. Genau, nur ganz kurz. Ich würde das voll unterstützen. Ich habe das ja eingangs auch schon gesagt mit den weiblichen Vorbildern, dass die deutlich sichtbar sein müssen. Weil wenn ich jetzt wieder an meinen Informatikunterricht in der 11. Klasse zurückdenke, dann weiß ich immer noch, dass wir ganz oft über Konrad Zuse gesprochen haben, der den ersten Computer entwickelt hat. Die Beispielschule, um die es immer ging, war immer das Konrad-Zuse-Gymnasium. Und ich weiß immer noch, wer das ist. So. Auch wenn das ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, den ersten Computer, sondern wenn es um Software geht, da sind wir ja schon mal noch 50 Schritte weiter als den ersten Computer.
Deswegen würde ich das auf jeden Fall unterstützen. Das ist in der Informatik sowieso, aber generell, wenn es um weibliche Rollenbilder geht, wir hatten eben auch schon schwarze Frauen angesprochen, die auch nie auftauchen in Geschichtsbüchern. Also dieser Punkt, wie machen wir Geschichtsbücher, was gibt es da für Quellen, ist, glaube ich, noch ein riesengroßes Feld, wo man ganz viel relativ schnell und flächendeckend verbessern könnte. Wunderbar. Eva, magst du den nächsten? Ja, das ist, glaube ich, allgemein. Das war auch das, was ich sagen wollte. Wir müssen uns die Curricula angucken und wir müssen auch uns die Schulbücher angucken. Wer Kinder hat und mal in so einer Fachkonferenz für irgendein Fach war, ich war mal in der Fachkonferenz Chemie, für die Einführung eines neuen Chemiebuchs, als das 12-jährige Gymnasium eingeführt wurde. Und ich hatte mich mit der anderen Mutter abgesprochen, die Apothekerin war, dass sie nochmal irgendwie guckt, ob da grobe Fehler drin sind. Und ich habe das nach Beispielen, nach Genderbeispielen durchgeguckt. Und selbstverständlich waren da so viele Bilder, wo das Mädchen dann Reagenzglas hielt und der Junge die Arbeit machte und so weiter. Und ich bin mir sicher, wenn das schon ein paar Jahre her ist, meine Kinder sind groß, dass wir das auch immer noch an der einen oder anderen Stelle in Schulbüchern finden und wir deshalb da auch nochmal genau hinschauen müssen. Und ja, wir brauchen A, diese historischen Beispiele. Wer weiß schon, dass Hedy Lamarr, die wir vielleicht alle kennen als Schauspielerin, etwas erfunden hat, weshalb heute noch unsere Handys Bluetooth können. Also das sind so Dinge, die einfach, die weiß man nicht. Und die sind eben nicht verortet, wahrscheinlich auch außer Konrad Zuse und auch bei den Jungs nicht. Aber so etwas brauchen wir und so etwas muss viel stärker in den Vordergrund gespielt werden. Was halt zum Beispiel aber auch solche Projekte wie Komm, mach Mint ja machen. Die sind ja wirklich, also ihr habt da ja nun wirklich so viele Rollenvorbilder, auch nahe Rollenvorbilder, also Frauen, die gesagt haben, ich habe erst Tiermedizin studiert und dann doch Elektrotechnik, die einfach zeigen, ja, man kann sich auch mal vertun, ne, so, oder es ist falsch beraten worden oder der hat gesagt, das geht nicht oder so. Das brauchen junge Frauen, um einfach auch den Mut zu haben, sich selber das zuzutrauen und es dann auch zu tun. Aber ich glaube, wir haben da im Bereich eben genau der Curricula allgemein, nicht nur in der Geschichte, eine große Aufgabe vor uns. Und ich würde sogar so weit gehen, und ich weiß nicht, ob die nächsten beiden, Maike Bielfeld und Heidi, das auch unterstützen können, ich würde sogar Mädchen eher noch schubsen wollen. Also ich meine, Sie haben ja die Beispiele genannt, wo es quasi eben Möglichkeiten gibt, sich auszuprobieren. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn Anne und mein Arbeitsamtsberater gesagt hätte, ja natürlich und genau und Sie sollten und ja, das ist genau das Richtige. Also dass man die empowert, dass man die ermutigt, das auszuprobieren. Wenn es scheitert, scheitert es. Aber dass man so ein bisschen kontrazyklisch Mädels eigentlich eher das Berufsfeld, was Sie auch am Anfang gesagt hatten, Frau Schwarze, welche Berufsfelder gibt es überhaupt? Kennen die Mädels das oder die Frauen das? Und das so ein bisschen auch verkauft, im positiven Sinne natürlich nicht als Promotion. So, Heidi, du bist dran. Gibt so viele Dinge, dass ich aber auch voll Begeisterung gerne an so vielen Punkten anknüpfen möchte. Aber einen Punkt, den ich vorhin ein bisschen vergessen hatte, aber der ja auch zur Sprache kommt, wie sieht es eigentlich mit der Unternehmenskultur aus? Und es ist ja auch abschreckend für junge Frauen, in Männerberufe zu gehen, um mit dem Gedanken, ich muss mich da durchboxen. Also ich glaube, zum einen auch von diesem Klischee muss man weg. In Projektteams musste ich mich noch nie durchboxen. Was mich auch stört, ist der Punkt zu sagen, die Unternehmenskultur ist dann auf Männer ausgerichtet. Also ich glaube, wenn wir über Gender-Klischees reden, dann diskriminieren wir nicht nur Frauen in die eine Richtung und Männer in die andere Richtung. Auch sehr viele Männer passen nicht in das Klischee, sondern diese Unternehmenskultur ist dann genau auf einen Typ Mann ausgerichtet. Das ist meistens der Karrierist. Und viele Männer, die sind da jetzt drin, weil sie da halt so reingerutscht sind, weil man in dem Beruf landet, aus diesen Gründen, die Mädchen nicht haben. Aber
die Unternehmenskultur zu ändern, dass sie offener ist. Da gewinnen auch viele Männer durch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ein Henne-Ei-Ding ist. Ich habe toxische Männer erlebt, die überhaupt nicht mehr toxisch waren, wenn sie in einem diversen Umfeld waren. Also ich glaube, wenn in einer rein männlich dominierten Gruppe auf einmal mehrere Frauen sind, ändert sich auch die Kultur von ganz alleine. Deswegen bin ich auch immer so ein großer Freund von Quoten. Was ich mir wünsche, obwohl ich gar nicht weiß, wie Politik da einwirken kann, außer dass wir es thematisieren, ist Technikspielzeug für Mädchen. Also ich bin froh, dass meine Tochter schon so alt ist, denn in Sachen Spielzeug haben wir, oder Kinderwelten sind ja auch Kleidung und Kinderzimmergestaltung, einen unglaublichen Rollback gemacht in den letzten 20 Jahren. Das war, als meine Tochter klein war, Gott sei Dank noch nicht so, dass für Mädchen nur noch rosa Prinzessinnenwelt gibt und für Jungs dann der Baumeister. Und wenn wir sehen, dass das Lego rosa Spielzeug rausbringt, dann finde ich die Farbe noch nicht so das Dramatische, sondern die Tatsache, dass das Lego-Spielzeug für Mädchen weniger daraus besteht, aus einzelnen vielen Klötzen etwas zu erschaffen, sondern dass wir da mehr in der Puppenhauswelt sind, wo schon alles fertig ist und wo genau dieser Konstruktionsgedanke zurückgefahren wird. Also das ist, glaube ich, was. Und wenn ich als Mädchen, als kleines Mädchen schon Erfahrungen sammle mit meiner Bohrmaschine oder mit meinem Minicomputer und schon irgendwas zum Blinken bringe, ganzen Lego Mindstorms-Serien zum Beispiel, sich auch sehr an das klassische Jungen-Klischee richten, dann habe ich schon Berührung, dann habe ich schon Erfahrung, dann weiß ich schon, ob es mir Spaß macht oder nicht und die erste Hürde. Und ich glaube, was ich vorhin vergessen hatte, was ich einfach liebe und immer und jedem erzähle, der es nicht hören will, es gab im Öffentlich-Rechtlichen die wundervolle Dokumentation No More Boys and Girls, wo man in eine Grundschule gegangen ist. Wie hieß das? No More Boys and Girls. Okay, das okay. ist immer noch in der Mediathek zu finden. Und das ist erschreckend, wenn eine ganze Grundschulklasse sagt, ich wusste gar nicht, dass Mädchen auch Pilot werden können oder dass die auch Kfz-Mechaniker werden können. Und das sind Kinder von heute, die Doku ist 2 Jahre alt, das sind aufgeklärte Kinder. Oder wie man sieht, dass Mädchen sich nicht trauen, mal Feste zuzuhauen bei so einem Hau den Lukas. Also das zeigt leider sehr, sehr viel, wie viel Problematik in den Klischeeköpfen ist. Und ich finde, wir könnten uns selbst auch angewöhnen, mehr Namen zu nennen. Ich hatte nicht die Hidden Figures gemeint. Das Apollo-Raumfahrtprogramm, die Chefprogrammiererin hieß Margaret Hamilton. Hedy Lamarr hätte ich auch gerne erwähnt. Camilla Troncoso, die Chefarchitektin der Corona-Warn-App. Grace Hopper, die so unersetzlich war, dass man sie aus der Rente zurückgeholt hat in die amerikanische Army, die viel in der Compiler-Entwicklung wesentliche Fortschritte beigetragen hat. Genau. Lady Ada Lovelace, die das Programmieren an sich erfunden hat, quasi die Software-Seite. Ich glaube, wir müssen alle anfangen, mehr Geschichten zu erzählen. Dankeschön. Super, sehr gut. Frau Bielfeld. Ja, gern. Also es waren ja viele Punkte wieder. Ich fange nochmal an mit dem ersten. Es gibt ja auch das Haus der kleinen Forscher. Also es gibt ja schon Initiativen, wo wirklich früh im Kindergarten begonnen wird und wo auch ganz klar festzustellen ist, dass da überhaupt noch keine Geschlechtertrennung vorherrscht. Und Frau Professor Schwarzer hat es ja auch vorhin ausgeführt. Es gibt eben in der Pubertät immer diesen Wechsel, wo sich das irgendwie teilt. Und das hat ja nicht nur mit Informatikberufen zu tun, sondern das sehen wir ja in ganz vielen Dingen. Das muss man meines Erachtens ein bisschen trennen. Und ich bin ganz froh, dass Frau Schwarze auch die Lanze für die Unternehmen gebrochen hat, weil die Unternehmen haben das in der Tat auch erkannt mit dem Fachkräftemangel und tun wirklich viel und versuchen auch ganz viel zu sagen, wir gucken, wen wir kriegen können und wollen auch gerne die Frauen gerade in diesen Berufen mit einstellen. Und wir haben auch häufig jetzt gerade schon über die Lehrer gesprochen und ich habe auch viel in meiner beruflichen Tätigkeit an Studienseminaren Vorträge zur Berufsorientierung gehalten und habe an Hochschulen Vorlesungen auch zu diesen ganzen Themen schon gemacht. Und wir müssen immer gucken, einerseits ja, weil Lehrer wenig Berufserfahrung haben, meistens keine.
Wir dürfen sie aber auch nicht überfordern, weil das Gleiche können sie für die Logistikbranche, für die anderen Berufe und so weiter. Und wir müssen irgendwie gucken, dass es uns gelingt, diese ganzen Erlasse zum Thema Berufsorientierung, dass wir die noch stärker dazu bringen, dass wir wirklich gezielt einmal für Berufsausbildung oder aber für Studiengänge, je nach Zielgruppe, manchmal auch vermischt. Wir sagen ja auch gerade duale Studien oder erst eine Ausbildung und dann ein Studium sind die richtigen Wege. Aber ich glaube, es muss uns wirklich gelingen, dass wir gezielter werben dafür, dass man an sich selber auch da, also dass man das auch will. Also wir hatten vorhin so diese Themen, ja, wenn ich dann, ich glaube es war, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wenn ich dann in einem Unternehmen bin und da sind nur Männer und da muss ich mich so da durchkämpfen und da haben wir die EG, glaube ich, gesagt, das will ich eigentlich gar nicht haben. Und das sehe ich übrigens total genauso, weil es ist immer so dieser Punkt, und das habe ich auch ganz oft, ich habe ja viel schon Diskussionen geführt über Frauen und Karriere und wie kann man das eigentlich machen. Und für mich ist es immer so dieser Punkt auch, ab wann muss ich mich durchbeißen? Und manchmal müssen wir uns wahrscheinlich auch viel mehr noch durchbeißen als Frauen. Da bin ich schon dabei. Aber ich glaube, wir müssen da einfach auch mal selbstbewusster vorgehen. Ich komme da immer mehr zu dieser Haltung, wir müssen das echt machen. Und wir müssen das tun. Und ich möchte das überhaupt nicht stigmatisiert haben, sondern wir sollten alle immer dran denken. Und das haben Sie auch ausgesprochen bei der Unternehmenskultur. Ich stelle total gerne Frauen ein, aber ich stelle auch gerne Männer ein, wenn sie gut sind. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Das ist also so mein Ziel, weil ich möchte eigentlich die Besten haben oder die am besten zu meinem Unternehmen passen oder zu unserer Unternehmenskultur. Und ich weiß, dass der Weg dahin noch weit ist. Das weiß ich. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, das Thema Berufsorientierung nochmal neu anzugehen und zu gucken, wie können wir da gezielt ansetzen. Und da haben die IHKs die Rollen, die Handwerkskammern, die Agenturen, da haben die Schulen, die Studienseminare. Es ist für mich ein total wichtiger Anker, haben ganz viele Rollen. Und dann muss es uns gelingen, da finde ich übrigens total gut, diesen Ansatz, Storytelling zu machen, dass wir das immer mehr und mehr tun, dass wir immer wieder sagen, ja, ich kenne da Frauen wie Männer, die haben neue Sachen entdeckt. Und ansonsten müssen wir, und da komme ich auch immer wieder darauf zurück, unser Netzwerk einfach immer wieder stärken und immer wieder aufeinander hören. Und ich glaube, wir alle sind ja irgendwie auch, haben es irgendwie geschafft durch unsere Ellbogen und durch Leistung. Und das sollten wir auch immer wieder machen. Und ich merke, je länger ich so arbeite in solchen Positionen, ich werde eigentlich nicht mehr so darauf angesprochen. Das war vor 5 bis 10 Jahren noch total anders. Und ich habe das Gefühl, dass da sich doch ein bisschen was verändert, aber es wird nicht leichter. Und wir haben einfach grundsätzlich zu wenig Kinder und junge Leute, die auf dem Markt sind. Das ist eben auch noch ein ganz Grundsatzproblem. Aber was ich einfach nochmal sagen will, dieses Thema, die Unternehmen versuchen wirklich ganz viel zu tun und wir müssen sie dabei unterstützen in allen möglichen Sachen. Und das wollte ich einfach nochmal so sagen. Also unsere Tür steht auch offen jederzeit und freue mich da auch, wenn wir da vielleicht gezielt uns auch Maßnahmen überlegen können. Da ist so viel zu tun und nicht jedes Elternhaus ist leider in der Lage, ihre begabten Kinder, Jungs wie Mädchen zu fördern. Und wenn es dann noch gelingt, wirklich mehr Frauen in die Sachen reinzukriegen, dann wäre das ganz toll. Das stimmt. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, wir machen eine kleine Reihe und nächstes Mal legen wir tatsächlich auch den Fokus auf die frühkindliche Ausbildung und auch zu gucken, wie kann man wirklich in Kindergärten, wir haben über das Spielzeug gesprochen, ja, wir haben darüber gesprochen, wie kann ich Mädchen ganz normal mit Technik in Verbindung bringen, ohne dass ich damit irgendwie rosa Kleidung oder so schon dieses Stigma ausrolle, dass die eigentlich damit nichts zu tun haben können. Und das finde ich, weil die Heidi Tillinger eben sagt, ich bin großer Fan von Quoten. Ich konnte es mir auch, als ich studiert habe und es war irgendwie alles 50-50 und natürlich war ich als Frau der Meinung, natürlich, wir machen das alles gleich, aber irgendwann kommt doch an den Punkt, wo du merkst, oh nee, so gleich ist das alles nicht und irgendwie gibt es da schon die strukturellen Nachteile, die werden wir ohne Quote niemals überwinden können. Und als ich vor 2 Jahren bei der Hannover Messe war und dann in dieser Info, also digitalen, in den digitalen Hallen war, da habe ich die Leute wirklich gezielt angesprochen, so ein bisschen wie Eva das eben sagte, bei dem Schulbuch, habe gefragt, wo haben sie ihre Frauen versteckt? Oh ja, wir haben Frauen, aber die sind leider heute nicht da und ja, die machen aber ganz viel und die, also die haben sich wirklich auch dafür entschuldigt und deswegen finde ich die Quote wichtig, weil eigentlich will ich nicht fragen, wo haben sie die Frauen, weil dann kommt genau das, dass sie dann irgendwie Kaffee servieren oder mit High Heels irgendwie so diesen Repräsentationsauftrag bekommen. Das ist nicht der Job, sondern der Job sind gemischte Teams, die auch viel erfolgreicher sind. Und das haben Sie ja gesagt, Frau Bielefeld, das setzt sich langsam durch. Aber ich glaube, manchmal ist es doch gut, da so ein bisschen nachzuhelfen, dass man sagt, man fordert es eigentlich auch ein, ja,
und die müssen sich schon auch aktiv kümmern. Und dann gehen sie vielleicht auch auf die Kindergärten, auf die Schulen zu. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil ich natürlich auf der europäischen Ebene tätig bin. Frau Schwarze, ich glaube, wir sind in Deutschland trotz aller bisherigen Bemühungen immer noch relativ weit unten, was so die Zahlen, die Statistiken angeht, Frauen in technischen Berufen, in IT-Berufen, in Führungspositionen bei verschiedenen, also ich habe den Eindruck, trotz der ganzen Initiativen, die Sie jetzt hier alle verkörpern und starten und für die Sie auch stehen, so richtig erfolgreich sind wir nach wie vor nicht, oder? Das ist vielleicht auch ein Punkt, dass wir natürlich, sage ich mal, in Bund und Ländern sozusagen und auch in den Kommunen natürlich immer dazu neigen, auch Dinge nochmal neu vor Ort zu erfinden, die woanders schon mal erfunden wurden. Und die aber dann sagen, das sind unsere, ja, die haben wir hier in Stade gemacht oder die haben wir hier in Hannover gemacht. Deswegen ist das ja unser Erfolg, wenn es auch an gleichen Kriterien ansetzt, wie vielleicht auch schon in Bayern oder Baden-Württemberg Dinge getan worden sind. Und ich denke, Eva Vierhoff hat das gesagt, wir müssen einfach darauf schauen, was hat wirklich die nachhaltigen Erfolge, wo man sagen kann, ja, das lässt sich auch wirklich mal messen und was können wir dann mal wirklich in Breite ausrollen. Und das müssen wir sozusagen unbedingt tun. Also wenn ich jetzt sehe, die neuen Ausbildungen, beziehungsweise auch wenn ich sehe, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit in alle Ausbildungen hinein, für alle Auszubildenden und für alle Ausbilderinnen und Ausbilder, dann heißt das ja, die brauchen doch alle Praxisprojekte. Ne? Und da müssen wir einfach, wie ich, angehen und müssen wir ganz breit eben in der beruflichen Bildung, auch in den Schulen übrigens, ne, die Lehrkräfte im beruflichen Bereich an Schulen, wenn die ihre Projekte aufsetzen für die Auszubildenden, die müssen einfach diese Themen mit integrieren. Wir müssen ja in gewisser Art und Weise das in die Breite bekommen. Die müssen einfach Themen mit einbeziehen, die eben auch ne, eine größere Klientel interessieren und nicht ne, immer fokussieren eben auf Themen, die nur eine bestimmte Auswahl, da gebe ich auch völlig recht, insbesondere auch nur eine bestimmte Auswahl unter den jungen Männern interessieren. Die bekommen wir ja auch nicht in Breite sozusagen von den Befähigungen. Also insofern, da müssten wir wirklich schauen, wo haben wir erkannt, das funktioniert und was können wir dann mal wirklich in Breite umsetzen, denn das spricht sich doch auch sehr, sehr schnell rum. Und wie gesagt, ich sehe es gerade bei den Auszubildenden, weil wir da einfach die Zahlen so schlecht über die Jahre hin sind, dass wir da wirklich gemeinsam auch bundesweit, auch mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung und anderen wirklich etwas tun können. Und ich meine, wenn wir erstmal Niedersachsen nutzen und sagen, da wollen wir einfach mal beginnen und wollen mal solche Bündnisse schließen und mal schauen, wie kriegen wir eben neue Themen wirklich auch in die Projekte, die ne, das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, die Interessen eben einer breiteren Klientel auch ansprechen, glaube ich, würden wir auch schon mal einen guten Schub erzeugen können. Und ich sehe, Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel eine Datenbank für das Berufsschullehramt, wo Projekte eben genau zu diesem Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter schon gesammelt werden. Und da können wir einfach auch schauen, wie können wir nicht so etwas wirklich für andere verfügbar machen, die vielleicht auch ihre Ideen wieder ergänzen in diesem Bereich. Also wir müssen, glaube ich, einfach wirklich jetzt über unsere ne, kleinen Grenzen hinausdenken und überlegen, wie kriegen wir das einfach auch zu den ganz normalen Ausbilderinnen und Ausbildern hin, dieses Thema, sodass sie einfach auch Beispiele haben, nicht alles immer selbst neu erfinden müssen und Dinge nutzen können, wo wir gesagt haben, jawohl, das ist wirklich an eine breitere Klientel gerichtet. Da gibt es gute Beispiele, die eben auch junge Frauen und junge Männer interessieren in diesem Feld und die kannst du auch gut nutzen und bei dir einsetzen. Last but not least wollte ich nur sagen, Konrad Zuse ne, hat seinerzeit übrigens die erste deutsche Programmiererin eingestellt. Er brauchte nämlich jemanden für die Z4, die die Programme geschrieben hat. Und das war Ursula Walk, 1948. Die hat ihm seine ganzen Programme für die Z4 geschrieben. Kennt kein Mensch. Wahnsinn. Ja, danke. Wichtiger Hinweis. Gute Zusammenfassung. Anne, ich würde dir gerne nochmal das Wort geben mit dem, was du jetzt gehört hast. Demnächst werden wieder Landtagswahlprogramme und andere Sachen geschrieben. Es gehen wieder Leute auf Listen und wir haben natürlich auch ein bisschen, sagen wir so, nicht so eine unmittelbare Nähe bislang jedenfalls zu dem Thema. Was ich glaube, weiß nicht, ob es Frau Bielfeld oder Heidi noch eben gesagt hat, Frauen haben teilweise auch Probleme zuzuhauen. Und das finde ich so spannend, weil
sowas wie Selbstverteidigungskurse für Mädchen und all das gehört ja zusammen. Also, dass man selbstbestimmt auftritt, ja, dass man sich Sachen zutraut, dass man auch risikoaffiner wird, nicht Mann, also Frau. Und diese Fragen, inwiefern könnten wir das auch als Grüne noch stärker so pushen? So, das ist wirklich auch, ich meine, dieses Gender Mainstream ist sehr allgemein, aber ich meine, es ist jetzt wirklich bezogen auf diese Bereiche, wo wir entweder unterrepräsentiert sind oder was sich Frauen nicht zutrauen oder. Was wäre dann so ein bisschen dein Vorschlag, wie als Grüne auf der niedersächsischen Ebene, um das mit zu pushen? Ja, erstmal, also ich glaube, solche Runden wie diese sind ganz wichtig, weil man erstens wir in dieser Runde, aber auch die Leute, die dann zuhören, sich vergewissern, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man da auch mit Wünschen und Träumen nicht alleine ist. Und dann würde ich auf das zurückkommen, was Frau Schwarze ganz am Anfang gesagt hat, dass wir uns nicht so sehr darauf versteifen sollten, zu beschreiben, wie schlecht die Situation ist und auch immer zu sagen, ach, das ist, da sind Frauen sehr benachteiligt oder auch gerade vielleicht dieser Punkt, wir Grüne haben da auch noch Berührungsängste und das ist auch nicht das, was uns am nächsten liegt, sondern das einfach anders zu machen. Also einfach zu beschreiben, was wichtig ist und was man besser machen kann, was gute Vorbilder sind. Ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt mit Storytelling und das auch verknüpfen mit Gesichtern, mit Menschen, die das vorleben. Und diese Erkenntnisse aus diesen Runden, die ja generell, also es war jetzt ja auch eine, auch wenn manche das dann nicht so gerne hören, aber es ist eine sehr, sehr, sehr feministische Runde, auch einfach grundsätzlich, weil es einfach um Gleichberechtigung geht in allen möglichen Bereichen. Und dieses Thema als Chance zu begreifen, Frau Bielfeld hat ja gesagt, Unternehmen sind händeringend dabei zu suchen. Also da geht es ja auch gar nicht um Verteufelung, sondern zu gucken, wie kann man das noch weiter unterstützen. Ich glaube, da geht es wirklich einfach darum, diese Punkte in die Breite zu tragen und das als nicht als, oh Gott, Frauen in der Informatik, das sind irgendwie Einhörner und die haben sich ganz besonders hart durchgebissen, sondern hinzukriegen, dass das der Normalzustand ist. Das muss ja quasi dann das Ziel sein. Das ist leider noch ein bisschen weit weg, aber daran zu arbeiten, das da schneller zu machen. Ich glaube, das geht über diese Runden, das geht über, dass man immer weiter Vorbilder auch einlädt, bekannt macht, diese Runden macht und ich glaube, also wir besuchen ja immer viele Nachhaltigkeitsunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, die nachhaltig arbeiten. Ich glaube, dieser Punkt Besuch von IT-Unternehmen und sich da dann mal von Frauen durchs Unternehmen führen zu lassen und dann da auch Bilder entstehen zu lassen, ist vielleicht so ein Ansatz, der ganz einfach ist. Und wenn es ums Wahlprogramm geht, ich habe hier sehr viel aufgeschrieben, da bin ich sehr positiv überzeugt, dass wir das gut hinkriegen, Eva. Super. Guter Hinweis, genau. Jetzt sind wir so im Grunde fast bei 90 Minuten. Wenn jetzt eine von euch und von Ihnen noch ganz unbedingt was loswerden möchte in die Runde, dann ist jetzt der Zeitpunkt da oder wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Ich weiß nicht, ich gucke noch einmal rum. Möchte noch jemand irgendeinen Kommentar oder noch was loswerden? Dann gerne jetzt. Frau Schwarze, bitte. Nur ganz kurz, Eva hat ja schon Komach Mint angesprochen. Auf der Website sind immer die aktuellen Zahlen und Daten zu finden. Wir sammeln sowohl dies für die Ausbildungsberufe als auch für die Studiengänge im Bereich MINT. Und beim Girls Day sind die natürlich auch für den Bereich Soziales zu finden. Aber da sind teilweise die Prozente sicherlich mal interessant. Aber wenn wir die Informatik haben, gibt es eben auch einen starken Aufwuchs bei den jungen Männern, sodass die Prozente sich häufig gar nicht so verändern. Aber wenn wir mal auf die Zahlen gucken und sagen, okay, 2019 waren es fast 10.000 junge Frauen, die in Informatik angefangen haben bundesweit, dann ist das auch erstmal so eine Zahl. Ne? Also gerne zwischendurch immer mal auf die absoluten Zahlen auch schauen, auf die Aufwüchse, die wir da haben. Die sind manchmal sehr viel imponierender als die Prozentzahlen, die auch teilweise eben durch solche Dinge beeinflusst werden. Ne? In welchem Umfang zum Beispiel gehen zum Beispiel die jungen Männer im Augenblick weniger in den Maschinenbau, dadurch steigen sozusagen einfach dann unsere Prozentsätze, ein bisschen dahinter gucken, aber die absoluten Zahlen einfach auch für die Argumentation gerne nutzen, weil ich finde, das ist manchmal schon sehr imponierend, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat und neben der Story sozusagen auch immer darauf hinweisen, ja, es ist nicht so, dass wir ohne Erfolge wären in diesem Feld, die müssen wir auch dabei spielen und wo wir sehen, da geht es vorwärts, das sollten wir auch nutzen und in unsere Story sozusagen zu diesem Thema auch mit hineinbringen.
Vielen Dank. Das war ein super Abschluss. Und was ich auch natürlich mit den absoluten Zahlen, das finde ich wichtig, aber wenn Sie uns vielleicht den Link sehr gerne zur Verfügung stellen könnten, wenn wir nachher die Aufzeichnung teilen oder auch noch andere aus der Runde was haben, dann wäre es schön, wenn wir das quasi in den nächsten Tagen bekommen, bevor wir es dann weiter verbreiten. Ich hatte ja schon angekündigt, oh, hier kommt gerade jemand und räumt auf. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir fortsetzen mit unserer Reihe. Vielleicht schon in 2 Wochen, das war so geplant. Auf jeden Fall gehen wir in den Bereich Primär, also Kindergarten, Kindertagesstätten und im Grundschulbereich. Was wird da getan, was muss getan werden und in welche Richtung kann sich das noch weiterentwickeln? Und den Hinweis von Anne, das finde ich super, sich zu überlegen, dass wir eben auch gezielt IT-Unternehmen mal aufsuchen und uns dort mit Frauen unterhalten oder uns von Frauen führen lassen und dann eben auch diese Bilder entsprechend teilen, ne? Dass es da schon durchaus weibliche Vorbilder gibt, finde ich auch super. Können wir alles mit aufnehmen und ich glaube, das gibt uns sehr viel Inspiration, wie du gesagt hast, alle solche Runden helfen weiter, um sich da auch gegenseitig etwas zu motivieren und sich inspirieren zu lassen. An dieser Stelle an die Runde, an alle und auch an die Arven, die sich da hinter dem V verbirgt. Ganz herzlichen Dank für die Organisation, für die Beiträge heute, für das Engagement und hoffentlich in Zukunft mehr davon. Für heute sagen wir erstmal Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und hoffentlich mit einer, ja, gestärkten Frauenrunde in den MINT-Berufen. Tschüss. Tschüss allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ebenfalls. Danke. Tschüss. Wo komme ich denn?